Mit der Daytrading-Strategie, die ich in dem heutigen Video zeige, kannst du täglich bis zu 10 Trades machen. Außerdem hat diese Strategie das Potenzial, aus nur $100 $1,000 zu machen und das an nur einem Tag. Bei dieser Strategie verwende ich nur 2 Indikatoren und nutze einen 50er-Hebel und konnte in den letzten Monaten damit eine Trefferquote von über 90% erzielen. In diesem Video werde ich dir also diese Strategie Schritt für Schritt erklären und deshalb ist es sehr wichtig für dich, dieses Video wirklich vom Anfang bis zum Ende zu schauen, denn wenn du einen Schritt verpasst, kann es sein, dass diese Strategie bei dir nicht funktionieren wird. Ich würde sagen, wir gehen einmal in den Chart. Ich zeige dir jetzt einmal, wie diese Strategie Schritt für Schritt funktioniert. Wenn dir dieses Video gefällt, drück den Daumen nach oben für mehr solcher Videos. Abonniere diesen Kanal. Ich würde sagen, wir starten. Let's go! Als erstes müssen wir natürlich unsere Indikatoren hinzufügen. Dafür gehen wir hier oben bei TradingView auf Indikatoren, suchen hier nach RSI, klicken hier einmal auf das erste Ergebnis, Relative Strength Index. Das steht nämlich für RSI. Das heißt, RSI bedeutet Relative Strength Index, heißt auf Deutsch relative Stärke Index. Und der zeigt uns an, ob sich ein Asset wie beispielsweise Bitcoin, Ethereum oder XRP aktuell in einem überverkauften oder in einem überkauften Bereich befindet. Beim RSI müssen wir noch ein paar wichtige Einstellungen machen. Dafür gehen wir hier einmal auf das Einstellungsrädchen, gehen dann hier oben auf Stil. Hier können wir direkt die RSI Based MA ausstellen. Das ist hier diese gelbe Linie, die brauchen wir bei dieser Strategie nicht. Dann können wir einmal die Farbe des RSI verändern. Ich verwende da immer gerne weiß und mache die Linie auch ein bisschen dicker. Ihr könnt das natürlich in einer Farbe einstellen, wie ihr wollt. Und dann müssen wir einmal den RSI Background Fill ausmachen, denn ich finde, wenn das hier so clean ist, ist das auf jeden Fall deutlich besser. Beim RSI Upper Band gibt es eine wichtige Einstellung, denn der Standardwert ist hier auf 70 gesetzt. Ich setze den hier immer gerne auf 65. Zudem färbe ich das Upper Band in eine rote Farbe. Warum, werde ich euch auch gleich erklären. Und das RSI Lower Band färbe ich in eine grüne Farbe. Dann bestätigen wir hier einmal unsere Einstellung und haben den RSI erfolgreich hinzugefügt und auch für unsere Trading-Strategie perfekt eingestellt. Jetzt fehlt uns nur noch der zweite Indikator. Dafür gehen wir wieder auf Indikatoren, suchen hier nach MACD. Der MACD ist der Moving Average Convergence Divergence. Der zeigt uns ein Diagramm an, welches aus gleitenden und exponentiellen Durchschnitten berechnet wurde. Und das hilft uns dann nochmal erneut dabei, unsere Verkaufs- oder Kaufsignale zu validieren. Auch hier gehen wir noch einmal schnell in die Einstellung rein, machen hier einmal MACD und Signal aus. Das waren jetzt auch hier diese beiden Linien, die brauchen wir bei dieser Strategie auch nicht. Bei Eingaben gehen wir hier einmal oben auf Zeitrahmen und das kann man einmal an den Chart anpassen. Das sollte hier bei euch auch standardmäßig auf Chart stehen. Geht auf jeden Fall sicher, dass das auf Chart steht und dann passt das so. Dann haben wir jetzt unsere beiden Indikatoren erfolgreich hinzugefügt und auch richtig für unsere Strategie eingestellt. Der zweite Schritt ist natürlich, den richtigen Trade-Einstiegspunkt zu finden. Und das ist relativ einfach. Wir verwenden hier hauptsächlich den RSI für. Der RSI ist hier der obere Indikator. Das könnt ihr auch immer dran erkennen. Hier oben links steht RSI und hier unten steht MACD. Das heißt, der Indikator wird hier auch nochmal beschrieben. Und dann haben wir jetzt die Linien rot und grün gefärbt. Das haben wir gemacht, weil die rote Linie verwenden wir als Verkaufssignal und die grüne Linie verwenden wir als Kaufsignal. Denn wenn wir hier oben in einen roten Bereich kommen, das ist dann hier bei uns ab 65, dann befindet sich das Asset in unserem Fallbeispiel hier Bitcoin aktuell in einem überkauften Bereich. Und wenn wir uns in einem überkauften Bereich befinden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir von dort aus eine Korrektur sehen, weshalb wir dann in diesem Falle eine Short-Position eröffnen würden. Wenn der RSI allerdings hier unten auf die grüne Linie geht, bedeutet das, wir sind in einem überverkauften Bereich und wenn wir überverkauft sind, ist die Wahrscheinlichkeit für einen Bounce nach oben hin auf jeden Fall sehr hoch, weshalb wir dann die grüne Linie hier unten als Kaufsignal nutzen. Nochmal ganz vereinfacht erklärt, sobald wir mit dem RSI hier unten in dem grünen Bereich sind, sind wir überverkauft, wir eröffnen eine Long-Position. Wenn wir mit dem RSI hier oben in den roten Bereich reinkommen, bedeutet das, wir sind überkauft und eröffnen hier oben eine Short-Position. Jetzt haben wir noch unseren zweiten Indikator, den MACD, und den benutzen wir dafür, um unser Verkaufs- oder Kaufsignal erneut zu bestätigen. Als Beispiel, wir haben jetzt hier gerade einen überverkauften Bereich getroffen. Das bedeutet, wir wären hier an dieser Stelle circa long gegangen, wären damit auch jetzt schon wunderbar im Profit. Der MACD zeigt hier krasse Downticks an, zeigt aber gleichzeitig hier auf dieser Höhe eben auch an, dass wir hier sehr weit unten sind. Was bedeutet, dass jetzt hier bald eher schwächere Ticks kommen, wenn nicht sogar ein paar Upticks, die dann unser Long-Signal in diesem Fall noch einmal erneut bestätigt hätten. Da wir den RSI als leitenden Verkaufs- und Kaufsignalindikator nehmen, macht es natürlich keinen Sinn für uns jetzt hier stundenlang zu sitzen oder minutenlang zu sitzen und zu warten, okay, treffen wir jetzt hier oben die rote Linie oder treffen wir jetzt hier unten die grüne Linie. Dafür habe ich natürlich auch einen smarten Trick und zwar machen wir auf diesen Bereich einmal einen Rechtsklick, drücken dann auf Alarm hinzufügen, schreiben dann hier unten einfach rein, jetzt
verkaufen, Ausrufezeichen. Und dann stellen wir das auf einmal pro Minute. Das heißt, wir werden einmal pro Minute benachrichtigt, sobald der Alarm aktiviert wird. Drückt dann auf Erstellen und sehen, der Alarm sitzt jetzt hier. Den wollen wir natürlich nicht da haben, sondern hier oben im Verkaufbereich. Den setzen wir deshalb hier oben in den Verkaufbereich, drücken einmal auf Speichern. Das bedeutet, sobald der RSI jetzt hier oben in den Verkaufsbereich reingeht, wo wir gerne eine Short-Position eröffnen möchten, dort werden wir dann automatisch benachrichtigt. Das heißt, wir kriegen am Handy in der TradingView-App eine Benachrichtigung, aber natürlich kriegen wir auch hier am PC nochmal eine Benachrichtigung. Das gleiche machen wir jetzt auch für die Long-Signale. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal Rechtsklick nochmal drauf, Alarm hinzufügen, schreiben wir unten wieder rein, jetzt kaufen. Also was ihr hier unten reinschreibt, ist euch überlassen. Ihr könnt auch reinschreiben, jetzt eine Long eröffnen, ist komplett egal. Und dann gehen wir auch wieder hier einmal pro Minute. Das bedeutet, man wird einmal pro Minute benachrichtigt, sobald der RSI hier in den Bereich reinläuft, bis man den Alarm dann deaktiviert. Den Alarm ziehen wir auch jetzt hier wieder runter in diesen Bereich, drücken noch einmal auf Speichern. Das bedeutet, wenn der RSI jetzt hier weiter steigt und in unseren Verkaufsbereich reinkommt, werden wir benachrichtigt, einmal am Handy, einmal am Computer und das einmal pro Minute, sodass wir das auf jeden Fall nicht übersehen können. Und wenn der RSI doch nur mal hier in einen überverkauften Bereich reingeht, wo wir gerne eine Long-Position eröffnen möchten, dort werden wir dann auch ebenfalls einmal pro Minute benachrichtigt, dass wir jetzt am besten einen Trade eröffnen sollten. So müssen wir eben nicht den ganzen Tag vor dem PC sitzen und warten, bis der Kurs in den gewissen Bereich reinläuft, wo wir eben Long oder Short gehen wollen, sondern wir werden einfach direkt benachrichtigt. Wie das Ganze aussehen kann, werde ich euch auch gleich einmal zeigen. Der dritte Schritt ist natürlich die Wahl des richtigen Brokers, also die Wahl der richtigen Exchange, auf denen wir unsere Long- und Short-Positionen eben platzieren. Ich persönlich verwende hier bei BitGet, dafür findet ihr unten einen Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch über diesen Link registriert, spart ihr nochmal 20% der Gebühren und erhaltet einen Sign-Up-Bonus von bis zu $8,000, was auf jeden Fall ein mega Deal ist. Auf BitGet könnt ihr euch in unter 30 Sekunden registrieren. Da gebt ihr einfach eure E-Mail-Adresse ein, legt euer Kennwort fest, bestätigt das Ganze einmal, drückt dann auf Anmelden und dann seid ihr bereits auf BitGet erfolgreich registriert. Schritt 4 ist jetzt natürlich die korrekte Trade-Ausführung. Dafür warten wir jetzt einfach, bis unser Signal jetzt hier ertönt. Wir haben uns ja gerade in den RSI-Signale bzw. einen Alarm reingesetzt. Das heißt, wir warten jetzt darauf, ob wir hier in einen überkauften oder in einen überverkauften Bereich reinkommen und warten, bis das nächste Signal hier kommt. So Leute, jetzt gerade kam das Kaufsignal. Jetzt steht hier jetzt kaufen. Da kam unser Alarm auch am Handy. Blende ich hier einmal ein. Der Markt ist jetzt hier nach unten gegangen. Wichtig ist immer sehr, sehr ruhig zu bleiben. Rusht niemals in eure Trades rein. Das bringt am Ende fake nur Unglück, wenn ihr da aus Emotionen handelt, sondern geht hier sehr rational ran. Ihr seht hier, wir kriegen jetzt hier oft die Benachrichtigung auch gerade nochmal am Handy. Bevor wir jetzt in einen Trade reingehen, checkt auf jeden Fall hier immer im Timer, dass die 5-Minuten-Kerze, die das Kaufsignal hier in diesem Fall ausgelöst hat, geschlossen ist. Jetzt öffnet sich hier gerade eine neue Kerze. Das heißt, hier ist auf jeden Fall jetzt ein sicherer Punkt, um in den Trade reinzugehen. Dafür gehe ich einmal auf Market Order, gehe jetzt hier mit meinen $1,000 einmal komplett in den Trade rein, gehe dann hier einmal auf Long, denn wir wollen ja jetzt einen Long Trade machen. Ich mache das immer so, dass ich bei meinen Trades einen Take Profit von 0,5% mache und einen Stop Loss von 0,4%. Wie ich das errechne, zeige ich euch auch. Ich nehme hier einfach das Linealwerkzeug, gehe dann hier hin und als erstes mache ich mir natürlich den Stop Loss rein. Das heißt, ich gehe auf den Punkt hier, wo ich meinen Trade gestartet habe, gehe dann hier runter und sehe 0,4% sind $16,500. Gehe dann hier auf Take Profit und Stop Loss, mache den Take Profit einmal raus, dann mache ich hier $16,500 waren das. Dann ist mein Stop Loss gesetzt. Meinen Take Profit setze ich immer über eine Limit bei und den setze ich auf 0,5%. Das heißt, ich gehe von hier aus 0,5% nach oben. Das ist hier, das sind $16,650. $16,650. Und dort müssen wir natürlich oben auf Schließen gehen. Wichtig, wir gehen auf Schließen, Limit, dann $16,650. Jetzt hier in diesem Fall bei diesem Trade. Und dann gehen wir das Ganze nach oben. Das bedeutet, dass unsere ganze Position geschlossen wird. Und dann gehen wir hier nicht auf Short schließen, sondern wir gehen auf Long schließen, da wir einen Long Trade gemacht haben. Da klicke ich einmal drauf. Und dann erscheint auch unsere Order jetzt hier einmal im Chart. Da wir den Trade gesetzt haben, einen Take Profit, einen Stop Loss hinzugefügt haben, können wir jetzt nur noch abwarten. In der Regel dauert das so 30 Minuten bis 2 Stunden, bis der Trade aufgeht. Das heißt, die Zeit müssen wir jetzt abwarten. Kann man natürlich dann auch anders effektiv nutzen. Das heißt, man muss beim Traden gar nicht den ganzen Tag vorm PC sitzen. Das ist ja so ein Irrglaube, den viele Leute haben, dass wenn ich Trader bin, den ganzen Tag am PC sitzen muss. In der Realität ist es nicht so. Hier unten findet ihr übrigens den aktuellen Trading Profit, der gerade bei $16, $18, $20 jetzt liegt. Ich würde sagen, wir warten jetzt einmal ab, wie der Trade sich so entwickelt.
Es hat jetzt tatsächlich 2,5 Stunden gedauert, bis wir den Take Profit erreicht haben. Das ist etwas länger als sonst. Normalerweise erreichen wir den Take Profit oder gegebenenfalls Stop Loss immer in so roundabout einer Stunde. Aber mir geht es auch nicht darum, euch hier irgendeinen Parade-Trade unbedingt in diesem Video zu zeigen, sondern einfach nur, dass diese Strategie hier funktioniert. Alleine mit diesem Trade habe ich einen Gewinn von über $200 gemacht, was wirklich geisteskrank gut ist. Das bedeutet 20% Rendite auf mein eingesetztes Kapital. Wenn ihr diese Strategie jetzt auch nachmachen wollt, dann könnt ihr euch gerne mit dem ersten Link unten in der Videobeschreibung auf BitGet anmelden. BitGet ist auf jeden Fall der beste Broker aktuell, wo man Scalping machen kann, denn BitGet hat dort mit Abstand die geringsten Gebühren und mit meinem Link spart ihr nochmal extra 20% der Gebühren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, ob ihr mal Bock habt auf ein Live-Trading, wo ich einen Livestream mache und wir diese Trading-Strategie einfach gemeinsam traden. Wenn ja, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns und bis dann und ciao.